Ja, das eben, ja, das war gleich am Anfang, das war irgendwie noch so familiärer, vor allem auf den Aussenlinien, auch auf dem 14er, mit einem Wagenführer zusammen, der schon lange auf dem 14er war, die ich dort noch Bille durch, und dann sind wir mit dem ersten Kurs von Brattelen Richtung Stadt. Ich habe Muttens abgefertigt und der ist nicht abgefahren. Dann habe ich noch mal blinkt mit dem optischen Signal. Das ist nicht passiert. Dann bin ich führen, dann habe ich gesagt, auf was wacht er? Dann hat der Wagenführer gesagt, schau dir an, der Kunde geht zu rennen, der hat noch gefehlt heute. Ja, eigentlich über den Tramclub, wo hier ja das Museum haben, wo wir jetzt da drinnen stehen. Da habe ich noch fest mitgemacht bei der Gestaltung und bei der Auswahl von Hotels und so weiter. Das habe ich mich auch schon lange gefragt, aber ich glaube, so eine Grundlage ist, meine Großmutter hat noch lange im Konsum geschafft und hat zum Arbeiten einen Dramabonnement gehabt. Und wenn sie mich schon als kleiner Bub hat müssen hieten, hat sie gleich mal herausgefunden, der Kleine ist furchtbar zufrieden, wenn wir gehen Tram fahren. Und dann bin ich natürlich doch mit der Großmutter auf dem Schoss oder nebendran. Auf alle Linien irgendwie ist sie mit mir rumgefahren. Es hat dann meistens irgendwie so nach den Vieren noch mal nicht mehr zu Vieren gegeben. Und dann ist man noch mal ein Stückchen gefahren. Und der Kleine ist zufrieden gewesen. Ich habe mich schon dort für alles interessiert. Ich glaube, ich habe mit den Eltern und der Großmutter Löcher im Bauch gefragt. Aber ja, und es ist einfach so geblieben. Und durch das, dass der Vater ja auch keine Auto hatte, sind wir immer in die Ferien mit dem Zug. Das hat mich dann auch fasziniert, also Tram und Eisenbahn sind so an erster Stelle gewesen. Ja, also bei Brattelen, 14er, bin ich sehr gerne gefahren. Über das Brüderholz auch. Das war immer auch ein bisschen anspruchsvoll, wenn es rutschig war oder so, dass man hätte bremsen oder einen neuen aufgekriegt hat. Das ist immer ein bisschen. Ich hatte die anspruchsvollen Sachen hatte immer ein bisschen gern. Auch schwere Züge mit zwei oder zwei Anhängern und so, das habe ich gern gefahren. Also, erstens natürlich, wenn du zum Haus kommst, bist du mal zu Fuss unterwegs. Und dann hat er meistens auf die nächste Haltestelle, auf den Bus oder auf den Tram. Und wenn ich weiter vorgegangen bin, dann geht es mit der Eisenbahn. Oder je nachdem auch mit einem Bus oder Postauto. Und was ich auch sehr gerne mache, ist vor allem Schiff fahren, vor allem wenn es ein Raddampfer ist.